Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Empyreon Galactic Survival von Ilion Game Studio. Ich muss jetzt hier mal ganz kurz gucken. Beim Einloggen. Ne, passt alles. Okay. Beim Einloggen hatte ich jetzt das Problem, dass ich in dem Lück drin stand. Komplett drin. Also nicht drauf, sondern drin. So, auf geht's. Wir sind soweit fertig. Planet Mastborn ist geklärt. Wir müssen zurück zum großen Raumschiff und steigen. Was ist meine Geschwindigkeit? Ich sehe schon gar nicht mehr. Orbit. Jawohl. Da geht's lang. Grobe Richtung, wie er zeigt. Entfernung 1000. Bis auf 3000 mussten wir. Strom für so und so lange. Aha. Ach, da unten links ist die Geschwindigkeit. Jetzt sehe ich es wieder. Da hat es geblitzt. Da ist er. Da, Klötze, Klumpenklötze. So, dreh mal Kiste. Bremst mal ab. Alter. Die Geschwindigkeiten. Und was ist das da? Ist das so ein Frachter? Krass. Ich muss rein, ich muss den Frachter. Rechts von mir. Wieso schießt er noch nicht automatisch? C. Y. F. Tür zu, da ist er noch. Mach die Tür zu. Das war schön kaputt. Tür zu. Runter. Hier rein. V raus. Und was habe ich da dran an den Seiten? Schon mal ganz kurz Alt drücken. Ach, das sind die Düsen. Die sehen jetzt ein bisschen anders aus. Jawohl, gut. Dann ist es so. Und das ist der Frachter mit der wertvollen Fracht, oder was? Fighter Mule Class Bulk. Und du fliegst am Planeten vorbei, oder was? Hier ist irgendwo eine Drohne. Irgendwie nicht trifft. Jo. Zumindest ist die Drohne erstmal kaputt. Alter Schwede, da geht aber mal richtig was rein. V, F. Du musst ja schon schissern. J. Dass du ja bei mir zum großen Truff gehst, hä? F. Wackeln geht. Aber das ist natürlich auch gut was drin an Ressourcen. Alter Schwede. Zack, zack, zack. Mach mal dazu, genau. Mach das mal aus, setz dich mal wieder drauf. V. Ein Isch die Kiste noch. Und jetzt ist natürlich der Frachter fort. Oder auf der anderen. Nee, da unten ist er. Kurz sagen, auf der anderen Seite vielleicht. Wie weit schießen? Ja, das siehst du wieder nicht. Drücken kann ich nicht. Die schießen, wenn selbstständig. Und ansonsten.
Aha. Ui. Weltraumdrohne Plasma, die hängt dort vorne dran oder was? So viel zu intelligentem Feuer, wie das aussieht. Der schießt nur in die Mitte. Wo geht der nur nach vorne oder was? Ach, der hat die Drohne rausgeschossen. Jetzt pollert er auf irgendwas Seltsames. Ans Heck. Da ist noch eine Weltraumdrohne. Wow. Alter Schwede. So schlecht kannst du gar nicht schießen. Frachter zerstört sich in 30 Minuten selber. Mhm. Könntest du gerne machen. Ich krieg dich sowieso nicht. Könntest du vielleicht auch mal auf die Drohne schießen? Nö, machst du nicht. Gut. Dann zerstör dich ruhig selber. Bevor ich hier meine Munition alle mache. So nötig haben wir die Ressourcen nicht. Und ich verpiesele mich hier so ein bisschen mal zur Seite. Der wollte eh zu der anderen Richtung. Dann darf er da auch hin weiter explodieren hin. Jo, kannst du ruhig machen. Dann kann ich hier in Ruhe, nehme ich. F auskippen. Was haben wir noch im Inventar? Nur noch das und das können wir hier reinpacken. Tack, 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 tack. Nicht. Das wäre dann Metallkomponenten. Ja, haben wir voll. Elektronik haben wir voll. Jo, jo, jo. Sieht nicht gesund aus. Jetpack an. Komm ich hier rein? Nee, so nicht. Was bist denn du für ein Geschütz? Das sehe ich nicht. Ist Artilleriegeschütz. Jetpack aus. Mich so rein mit P. P. F. P. Artilleriegeschütz. SK. Ach so, der lädt noch nach. Wait. 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 Reichweite 1000. Gut, wir sind sowieso zu weit. Das wäre es jetzt gewesen. F. Hier wieder raus. So, und jetzt hier hoch. Und hier hin. Hier. Hier hoch. Hier hoch. Bin jetzt zu faul, das Jetpack anzumachen. Dann muss ich es immer wieder ein, aus, ein, aus, ein, aus. So, das haben wir. Können wir gleich F2 drücken. Fabrik raus. Und F2 und holen uns hier gleich den nächsten Moment. Dann packen wir hier ein bisschen Munition raus. Da müssen wir nicht so oft laufen. Das ein bisschen zusammen. Und dann können wir hier noch ein bisschen mehr mitnehmen. Hier runter. Ja, wir müssen ein bisschen aufräumen vorher, sonst haben wir ein Problem.
Das können wir gleich wieder wegpacken. Das können wir gleich wieder wegpacken. Das geht leider nicht. Motoren, das war klar. Das war nicht klar. Oh, uiuiuiui. Wir haben bald von allem da. Munition, nein. Das ja. Das, nein. Munition, nein. Das. Kobalterz. Magnesiumerz, Biokraftstoff. Nein, hier nicht drin. Bohrladungen. Joa. Von dem Zeug ist auch schon zu viel. Herrlich. Zirkosium. Eisenerz. Haben wir Gold hier drin? Nicht. Ja. Das ist in den normalen Kisten. Wieso habe ich da so viel drin? Machen wir erstmal F2, sonst komme ich hier noch völlig durcheinander. Nee, willst du nicht haben? Willst du das haben? Auch nicht. Nimmst du das, dann ist es wenigstens fort. Komm, raus damit. So, F2. Habe ich unten angefangen, Kiste zu füllen? Ja, sieht so aus. Das da hin. Biokraftstoff haben wir mittlerweile auch genügend. Erste Hilfe war hier in dem roten. Jut, können wir schon mal das nächste Zeug holen. Rum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Muss ich an der Seite noch eine Treppe hinbauen? Ach, Schwachkopf. Was war das Wichtigste, was ich bauen wollte, während ich auslade, ne? Mal gucken, wie viel er bauen kann davon. Ich weiß gar nicht. Magnesium hatte ich ja mal geholt für Sprengstoff. Munition sollte ich auch mal wieder mit hier hochschleppen. Jetzt kippen wir erstmal hier aus und hier aus. Jo, jo, jo. Gucken, was wir hier reinkriegen. Den nicht, ne? Okay. Das mittlerweile auch nicht mehr. Das auch nicht. Das auch nicht. Das nicht. Das ist gut. Das nicht. Das. Jawohl, Goldborn. Jawohl, haben wir wenigstens ein bisschen was rausgekriegt. Das da rein, das da rein, das und das. Das haben wir auch aufgehoben, das haben wir aufgehoben. Das kommt aber alles, wenn hier drüben rein. Das nicht, das nicht, das nicht. Wundert mich, ob dafür was hier. Den haben wir da. Das da rein. Halt, den haben wir gar nicht probiert. Aber den haben wir auch da. So, das ist die Schiffsmunition. Auch ganz schön wenig geworden. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die nehmen wir mit. Das ist für Gelootete. Die ist sowieso nur noch diese. Gut, da bringen wir die hier hoch. Da haben wir hier wieder voll. So. Kiste leer. Jawohl, Kiste leer. Und das nehmen wir mit runter. Den drücken wir mal. Dann nehmen wir das mit. Und bringen das runter. Nee. Weil ich sowas ein bisschen kaputt machen würde. Stoffzellen haben wir da. Das kommt da mit rein. Das auch noch. Hier, nein, haben wir nicht. Das haben wir nicht, das haben wir auch nicht. Das haben wir. Das nicht, das auch nicht. Was sind hier zu pflanzen?
zu essen dabei. Jawohl. Immer mehr zu essen. Ist auch Munition dabei, ne? Jo. Den Kühlschrank habe ich doch schon gar keinen Platz mehr für. Also ihn. Kompostiert. 14 künstliche Zungenpflanzen. Jawohl. Zack, 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 zack. Und dann kommt das hier. Nee, das ist Medizin. Das hätte ich doch bestimmt auch mit hier. Bandagen dort mit drin. Passt. Wackelt halt Luft. Dann kann ich hier auch hoch. Und hier und hier und hier und hier. Und dann kommt das auch raus. Und hier haben wir sowieso alles raus. Schön. Und hier noch ran. Und kannst du gleich da reinpacken. Das nicht, das nicht, das nicht. Das Golderz, das, das. Das nicht, das nicht, das auch nicht. Das kommt wieder vorne rein. Da haben wir wieder ein bisschen was da. Und das packen wir hier rein. Was verrottet, das verrottet, was nicht, das nicht. Wir nehmen uns ein bisschen Sauerstoff. Füllen hier mal auf. Nehmen uns was zu essen. Hier hinten haben wir noch Platz, hier haben wir noch frei. Jo, jo, jo. Was war noch? Wir haben. Genau. Dann brauchen wir ja auch wieder Munition für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100 Stück. Wir brauchen dafür die Munition, die haben wir oben. In der Zeit kannst du bauen. Ich spring mal hoch. Sortieren. Ich spring mal hoch. Jetzt, danke. Und sortiere mal die Munition wieder ein, dass wir davon was haben. Davon, davon. Das reicht für die nächsten Unternehmungen. Das dahin. Achso, das sollte raus. Davon nehmen wir jetzt immer 10 Stück mit und packen dann das hier oben rein. Dann packen wir das in die nächste Kiste rein. 5, 5, 6, 7, 8. Und bringen das Jolt runter. Achso, das hier hinten. Wo hab ich denn das Gold hingepackt? Hier ist alles voll. Hier irgendwas Besonderes drin? Nein. Hier was drin? Nein, hier haben wir das drin. Die habe ich gesammelt, die habe ich gesammelt. Ja, die verbesserten auch. Ach komm, dann pack's da hin. 28, 43, 10 Stück davon. Munition haben wir, das haben wir. Müssen wir sonst noch irgendwas nachbauen? Die Munition haben wir nicht mehr für einen Lutz. Lutz ist ja schon eine ganze Weile her, nicht? Dann, welche waren das? Waren das die? Ja. Das sieht da noch aus. Metallstücke muss man bauen. Aber hier, weil er immer Metallstücke dafür verbraucht. Dafür braucht er Eisenbarren, hat er nicht mehr viel da. Und Eisenerz hat er auch nicht mehr viel da. Erz haben wir allgemein sehr wenig, dann lassen wir das. Da oben haben wir noch genug Munition drin. Und hier ist er dann soweit fertig. Und ich werde hier von der Seite schon wieder fast angepinkt. Ja, für eine Minute muss es mal jetzt loszufliegen. Ach man. Naja, ja. Wir gucken noch mal raus. Richtung Planet. Was ist denn das jetzt? Ist das die Basis oder ist das immer noch der Frachter? Der wurde auf der anderen Seite. Hä? Das ist der Frachter. Das
Ich war noch nicht wirklich weit gekommen, oder? Ist das der nächste Frachter? Nö. Komm, weg hier, das ist mir nicht geheuer mit dem Ding. Oh, weiß, weiß. Oh, geil gemacht. Schöner blauer Nebel. Oh, oh, oh. Aber da gucken wir jetzt nicht hin, auch wenn das geil aussieht. Wir gucken. Doch, dahin. Das sieht geiler aus wie der Planet. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen und Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder zu Empyreon Galactic Survival von Ilion Game Studio. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.